Jojo, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Hier ist wieder euer Lord Titan alias Van Dagen. Und ich richte mich mal an die ganzen Nerds da draußen. Ja, diese Weltraumforscher, UFO-Forscher, Alien-Freaks. Ja, pustet immer wieder mit Berechnung von unseres Universums und Berechnung. Ja. Der praktisch der Unendlichkeit, ja, was völliger Schwachsinn ist. Das Universum ist unendlich, ja. Und es ist immer schon da. Es hat keinen Anfang, es hat kein Ende. Ihr könnt es auch nicht berechnen. Ja, ihr beruft euch auf menschliche Maßstäbe, auf irdische Maßstäbe, wo es immer um was messen geht, mit Anfang und Ende. Ihr müsst endlich mal begreifen, es gibt kein Anfang und Ende in der Unendlichkeit im Universum. Ja, es ist auch nicht unser Universum, so wie es immer darstellt. Es ist das Universum und das Universum ist unendlich. Ist unendlich und immer da, immer gegeben. Es gibt keinen Anfang, kein Ende. Es gibt keine Zeitberechnung. Es gibt keinen Start, es gibt kein Ziel, ja. Und ihr müsst endlich mal von diesen irdischen, menschlichen Glauben wegkommen, wenn ihr euch mit dem Universum befasst und eben der Unendlichkeit auseinandersetzt, dass es eben nicht Grenzen hat wie Anfänge und Ende, wie zum Beispiel unser Planet oder unser Sonnensystem. Ja. Ich finde es ziemlich lächerlich, dass Leute posten, sie berechnen anhand von Planeten oder sowas, dass das Universum. Ich find's lächerlich. Euer Lord Titan alias und danken. Ja, vielleicht habt ihr irgendwann mal Besseres zu tun und euch mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel auch eben den Problemen, die wir haben, eben im sozialen Bereich, im menschlichen Bereich, dass sich immer mehr Soziales und Rechtes ausbreitet, als euch mit sinnlosen Thematiken auseinanderzusetzen, die auf ja, Glaubenstheorien und auf fälschlichen Wissenschaftstheorien berufen. Für mich zum Beispiel eben ist ganz klar, den Urknall hat es nie gegeben. Es hat vielleicht sowas wie eine große Explosion, Detonation oder Implosion in unserem Sonnensystem gegeben. Davon gibt es sicherlich mehrere Katastrophen, die sich ereignet haben im Chaos. Also man muss auch nicht unbedingt von einer Katastrophe reden. Wie soll ich das ausdrücken? Katastrophe ist es natürlich, wenn es dort in dem Bereich Leben gab. Aber sonst ist es ganz normal chaotischer Zustand, der sich eben wieder auch ordnet. Das Universum ist unendlich, es ist schon immer da, es ist nie entstanden. Und innerhalb dieses Universums, innerhalb der gesamten Galaxie, gibt es eben Chaosordnung, gibt es heftige Explosionen, heftige Implosionen, es gibt Mächte, die aufeinander wirken, Anziehungskräfte und etc., die wir teilweise noch nicht mehr kennen. Ja, eben gab es also auch unter anderem Nerds, die gesagt haben, wir zeigen euch hier das ganze Universum und haben da Bilder reingepostet von Sonnensystemen und sowas. Wir kennen nicht mal unsere Milchstraße richtig. Wie wollt ihr dann groß posten, das ganze Universum, was gar nicht möglich ist, weil wie willst du die Unendlichkeit zeigen? Ja. Ihr habt für mich ein Rad ab. Komplett wie die anderen Menschen hier auch. Ja. Die blind nur sich bücken für die Mafiosis der Welt, die das Geld verdienen. Bücken sich fleißig und das auch noch gerne, um ein paar Euro zu bekommen, dafür, dass sie praktisch sich bücken. Ja. Für die Obrigkeit, die dann eben viel größere Geschäfte machen mit Waffenhandel oder etc., Drogenhandel und so weiter. Ihr müsst endlich mal aufwachen und die Realität sehen. Ja? Die Realität ist, der Mensch baut eine Menge Scheiße. Es gibt eine Menge Probleme und die beginnen im Verhalten. Ja, euer Lord Titan alias Van Dagen. Und erst dann kann man sich darüber Gedanken machen. Außerirdische UFOs etc., ja. Und darüber hinaus sollte man sich mal Gedanken machen, ob man nicht immer langsam das Universum besiedeln sollte, weil wir technisch und auch von den Materialien her in der möglich wären.
Universum das Leben zu standfestigen. Also, dass wir den Lebensraum hier auf der Erde auch raustragen an das Universum. Ja. In die unendlichen Weiten. Ja, und die ganzen Nerds mit ihren idiotischen Kram bringen auch nur Bullshit, der wieder normale Gedankenwelten zerstört, ja. Weil eben, wie gesagt, muss man sich endlich mal damit abfinden, wir leben in einer Unendlichkeit. Es gibt keinen Anfang, kein Ende. Ja, man kann einzelne Maßstäbe berechnen, wie Galaxien, Planeten, Sonnensysteme. Ja, aber eben nicht kann man alles zeigen, was es gar nicht gibt, weil man es gar nicht erreichen kann in der Unendlichkeit. Und man kann auch nicht berechnen, eben unser Sonnensystem schon, aber eben nicht das Universum, da es eben unendlich ist. Es ist universal, unendlich und war schon immer da und wird auch immer da sein. Im Chaos und in der Ordnung. Wir müssen nur uns anpassen und lernen, uns im gesamten Universum zu verbreiten und zu festigen. Als eben Spezies Mensch auch anderes Leben zu schützen und zu wahren und auszubreiten im Universum. Das ist der Sinn und Zweck im Moment, wo ich sage, das sind wahre Pioniere, die wenigstens im Universum versuchen, das Leben zu festigen. Wie gesagt, ich habe schon andere Beiträge gemacht, wo ich darauf eingegangen bin, was für Katastrophen uns bevorstehen.